In einer Woche steht für Eintracht Norderstedt das Spiel der Saison auf dem Plan. Erste DFB-Pokalrunde gegen Hannover 96, die ja durchaus holprig in die neue Zweitligasaison gestartet sind. Überraschung nicht, völlig ausgeschlossen. Bevor es soweit ist, steht allerdings erstmal die erste Pokalrunde im Verbandspokal auf dem Plan, auch für die kommende Saison. Hat der Hamburger Fußballverband einen Platz im DFB-Pokal zu vergeben und die Norderstedter als Regionalligist natürlich einer der Favoriten auf den Pott. Gegner und heutiger Gastgeber, der Niendorfer TSV, aber mitnichten ein einfaches Los. Das Team von Ali Fahadi, eine absolute Instanz in der Oberliga Hamburg, zuletzt 2018 im Hamburger Pokalfinale dabei. Norderstedt in Rot, von rechts nach links in Halbzeit 1, die Partie kurzfristig auf den Kunstrasen verlegt, die Anlage daneben aufgrund des Regens nicht bespielbar, erste Chance Williams nach 10 Minuten. Die Partie übrigens komplett ohne Zuschauer ausgetragen. Naja, wird immerhin die ein oder andere nasse Unterhose verhindert haben. Das Wetter, die gesamte Spieldauer über unterirdisch. Auf dem Platz eine relativ ausgeglichene Kiste. Norderstedt etwas aktiver, aber Niendorf weitestgehend sicher. Hinten drin nur selten. Gute Abschlussgelegenheiten für die Gäste. Philipp Koch mit dem Versuch, aber der Schuss kein besonders großes Problem für Tobias Grober im Niendorfer Kasten. Die Gastgeber also auf Augenhöhe mit dem klassenhöheren Gegner vorne. Nicht besonders viel los, aber so ein Konter, der geht natürlich immer. Spielen sie sehr gut, spielen sie sehr direkt aus. Am Ende bekommt Ante Kutschke den Ball. Der Abschluss ist dann aber deutlich zu zentral. 37 Minuten rum. Niendorf jetzt auch mal mit etwas mehr Aktionen in den wirklich gefährlichen Zonen nach dem Einwurf. Eigentlich schon alles geklärt, aber gutes Gegenpressing und der Ball raus auf Brückner mit der Flanke auf Merkle. Beste Chance der Partie. Huxoll im Norderstedter Kasten mit einer klasse Rettungstat. Nur ein paar Zeigerumdrehungen später. Jetzt mal wieder die Gäste im Vorwärtsgang. Starker Pass auf Jordan Brown. Super Laufweg und die Flanke findet Elias Saad. Das ist ein echter Pokalklassiker. Da hältst du gegen den Favoriten gut mit, hast eine richtig gute Chance, in Führung zu gehen. Nutzt die nicht und dann schlägt der eiskalt zu. Der klassenhöhere Club, super gespielt. Am Ende Saad am zweiten Pfosten viel zu frei. Positiv aber die Köpfe bei Niendorf sofort wieder oben auf der Suche nach der Antwort. Noch in Halbzeit 1. Wieder ist es Brückner mit der Flanke, die ist diesmal abgefälscht. Und wieder Merkle mit dem Abschluss. Nächste ganz starke Aktion von Huxoll. Ein sicherer Rückhalt bisher für Eintracht Norderstedt. Knappe Führung, also für den Favoriten zur Pause Jens Martens, Olofemi Smith, noch mit etwas Optimierungsbedarf bei ihrem Team. Und der wurde auch erstmal nicht kleiner. Erste Aktion Niendorf in Abschnitt 2 und dann wischt Koch einmal den Fuß von Zarey weg. Schiri Adrian Höns zögert keine Sekunde, Elfmeter. Koch protestiert zwar, aber für meine Begriffe ist ein Kontakt da, außerdem ausgezeichnete Sicht für den Referee. Also, die Riesengelegenheit hier für den Niendorfer TSV gleich zu Beginn. Wieder alles auf Anfang zu stellen, die Verantwortung. Die übernimmt der Captain und das ist Daniel Brückner. Ganz sicher verwandelt. 40 Jahre ist Daniel Brückner mittlerweile alt und mit all seiner Erfahrung haut er ihn rein. 164 Zweitligaspiele hat er ja für Fürth und vor allem für den SC Paderborn absolviert. Dazu 23 Bundesligaspiele, kann auf Oberliganiveau immer noch gut mithalten und hat offensichtlich noch ein bisschen Bock auf Fußball. Nach dem Ausgleich eine offene, eine spannende Partie. Die Hausherren witterten jetzt so ein bisschen ihre Chance wieder. Daniel Brückner diesmal über links mit der Flanke und Merkle kommt nicht ganz an den Ball. Noch 10 Minuten inklusive Nachspielzeit zu gehen. Beide Teams auf der Suche nach dem entscheidenden Tor, nach dem Lucky Punch. Das ist gut gespielt von den Niendorfern, aber am Ende ist der Ball weg. Und dann ist Saad da und der schaut einmal. Und dann, aufgepasst,
Was für ein Ball. Genau auf Brüning. Der erste Kontakt ist gut und dann ist er durch und dann legt er ihn vorbei. 2-1 Norderstedt. Die individuelle Klasse macht dann am Ende also doch den Unterschied. Überragender Pass auf Brüning, den treibt es dann fast ein bisschen zu weit raus, aber er hat die Qualität, den noch zu machen. Norderstedt erneut in Führung. Im Hamburger Pokal in dieser Saison übrigens eine neue Regel, um die Verletzungsgefahr für die Spieler zu verringern. Keine Verlängerung. Bei einem Unentschieden nach 90 Minuten geht es direkt ins Elfmeterschießen. Und genau dahin wollen sich die Niendorfer jetzt noch retten. Und da ist die Chance für Kutschke. 2 Minuten vor dem Ende. Ein Riesending für den TSV. Schwierig zu nehmen. Ja, aber wenn er ihn aufs Tor bringt, ist er vermutlich drin. Hoffen wir, dass Kutschke da nicht allzu lange dran knabbert. Denn kurz danach, Feierabend, ein extrem schwieriges Spiel für Norderstedt. Am Ende aber ist die zweite Runde erreicht und dann fragt nach dem Wie auch ganz schnell niemand mehr. Ein stolzer Daniel Brückner und ein nicht völlig zufriedener Jens Martens nach dem Spiel bei uns vor dem Mikro. Ja, also wir haben es auf jeden Fall gut gemacht, dass Norderstedt nicht einfach hierher kommt und gewinnt. Wir haben, glaube ich, sehr gut dagegen gehalten in allen Sachen und ja, am Ende leider 2-1 verloren. Kann man nichts machen. Wenn man hier so lange um so einen Sieg zittern muss, dann kann man nicht ganz zufrieden sein. Natürlich haben wir viele Dinge gesehen, aber die bezogen sich nicht nur auf das Offensivverhalten, sondern auch auf das Defensivverhalten. Lasshoek hat uns direkt vor der Halbzeit zweimal mit guten Chancen dann die Führung behauptet. Und von daher, ja. Es war, ich kann mich nur wiederholen, wir sind sehr froh, dass wir es hier über die Runden gebracht haben. Also, diese Eiseskälte im Abschluss, die können Sie am kommenden Samstag gegen Hannover sehr gut gebrauchen, um eine Chance zu haben gegen den Zweitligisten.